Hallihallo, Hallöchen, ich bin fleißig am Aufnehmen. Heute sind wir unterwegs im BMW 435i, der sich allerdings mehr nach 425i anfühlt und das Lenkrad knickt lustig ab, das fiel mir aber erst später auf. An sich, optisch ist der Mod ganz gelungen. Warum ist so niedrige FPS-Rate in letzter Zeit in City Car Driving habe, ich kann es euch bei weitem nicht sagen, es tut mir leid. Ich hoffe, dass es beim Rendern nicht allzu sehr auffällt. Ja, so sieht der Mod von außen aus, also außen echt schön. Super gemacht, Innenraum geht. Nicht fantastisch, mir fehlt so ein eigentümlicher Sound, wenngleich. Obwohl, nee, 435i hat ein Sechs, der müsste einen Sechszylinder haben, oder? Ich schaue gerade nebenbei nochmal nach. BMW 435i. Hat der einen Sechszylinder oder nicht? Allerdings müsste er einen haben. Wenn jetzt mein Internet nicht abspackt, Dankeschön. Genau, gesegnete Sechszylinder mit 306 PS und 3 Liter Hubraum. Richtig. So ist das Ganze. Fühlt sich allerdings nicht ganz nach 300 PS an, eher nach 200, die dann oben rum im Turbo beißen. Aber wenn der Turbo dann kommt. Voila, die Waldfee, dann zieht er ordentlich, also. Das ist schon richtig. Ja, an sich Sound, deswegen. Deklarieren einfach nicht als 435i. Mehr schreibt nicht 435i drauf, schreibt 428i drauf. Und das passt gut dann, ja. Also, Smart, der hat dann 4 Zylinder, das heißt, der muss nicht so geil klingen, der, aber nur so viel dazu, ich finde die Mods werden generell etwas zu hoch deklariert, ja, da wird dann aus dem, eigentlich, naja, Schüssel, die eigentlich nur für einen normalen taugt, wird dann gleich das Luxusmodell gemacht. Gut, über die Auspuff hätte man dann auch erinnern müssen, aber das wäre eigentlich soweit alles gewesen und, aber naja, gut, das ist ja auch schon mal nicht so wichtig, war ja eigentlich nur so. Mehr oder weniger meine Meinung zu dem Mod, den ich an sich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ein bisschen geschlampt hat man vielleicht, aber es gibt schlimmere Mods und er ist ordentlich fahrbar und deswegen. Er hat auch 6 Gänge, auch wenn wir nur 5 angezeigt werden, aber naja, gut. City Car Driving Mangel Incoming. Incoming, natürlich. Ne? Wir benutzen englische Begriffe, sprechen sie aber nicht englisch aus. Das hat halt so Swag. Heutzutage macht man das so, früher hat man es noch anders gemacht. Die echten Swagger heute machen das natürlich anders. Man fragt sich jetzt natürlich, was ich schon wieder in dieser kurzen Zeit für Scheiße zusammenlabern kann. Um ehrlich zu sein, weiß ich es auch nicht. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Und das mit dem Lenkrad ist echt ein Fehler, der irgendwie ein bisschen traurig ist. Aber na gut, egal. Ich habe jetzt heute schon zwei Gameplays aufgenommen und eins bin ich jetzt schon am Kommentieren. Also, ihr werdet versorgt. Ein Video habe ich hochgeladen für morgen. Also. Na komm, schieb ab mit deinem X5, wenn du sofort dich hinschleichst. Und der nächste Mai, oh Mai. Ich hau mal fett auf die falschen Tasten. Ja, insgesamt, ja, nächste Woche schreibe ich drei Sachen: Englischtest, Gemeinschaftskunde im BK, also Kunstarbeit. Naja, gut, was soll's, was bleibt mir anderes übrig? Muss man halt durch. Super schwerer Unfall, die ich weiß. So, jetzt gucken wir mal, wie er geht. Braucht. Kommt. Braucht. Kommt. Kommt, geht. Geht böse an die 130, nicht ganz, aber. Fünfter Gang. Ja, der sechste ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber wenn man es dann drauf anlegt, später, ihr werdet es nochmal sehen. Da gab es dann Momente, wo man es hat sehen können.
Ja, an sich im Autobahnabschnitt, ich habe mich mal bemüht, normal zu fahren, also realistisch, ja. Ich weiß nicht, ob es mir so genau gelungen ist, ich habe es zumindest mal versucht. Jetzt hat man es eben ganz gut gesehen, dass da wirklich noch ein Gang da ist. Ja, dem UAZ habe ich noch einen Skin verpasst, diesen Trecker da, den ihr da eben gesehen habt, den Transporter-Trecker. Und ab geht die Post. Der ist halt ein Benziner, ne? Kommt halt unten raus. Unten raus. Ein Benziner kommt halt unten raus. Was laber ich eigentlich? Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt, ey? Da hat man es jetzt ganz gut gesehen, ja. Also. Guck, der grüne Transporter vor uns, der hat einen Skin bekommen. Ja, also es ist jetzt halt Klausurenphase, es geht auf Weihnachten zu. Jetzt wird's eng mit Videos, also ein Video pro Woche, damit werde ich anfreunden müssen, ziemlich sicher, weil ich nicht groß drüber rauskommen werde. Einfach, ja, jetzt zeige ich euch gerade mal den Transporter hier, da könnt ihr euch den gut anschauen. Ja, ist ganz lustig, am Mod nicht unbedingt nötig, aber gibt auch Schlimmeres, ne? Ja. Ja, Handyhülle kaufen und so, also. Ihr merkt, ich habe mehr als genug zu tun und nehmt es mir deshalb hoffentlich nicht so übel, wenn mal kein Video kommen sollte oder so. Ihr wisst, ich habe euch nicht vergessen, euch paar Zuschauer, die ich da alle habe mit meinem grummeligen, gammeligen Videos, aber es gibt einfach auch andere Hobbys, die mir auch sehr wichtig sind. Die ich dann im Zweifel einfach vorziehe. Weil ich denke, dass die mir fürs Leben mehr geben und mehr helfen. Ja, aber ich will euch da jetzt an sich gar nichts vorholen. Ich wollte euch eigentlich mehr oder weniger nur mal kurz und knapp informieren, was da so abläuft und warum das so ist, wie es ist. Und es ist nun mal so, wie es ist, ne? Ach, echt, es ist, wie es ist. Nein. Ernsthaft? Was ist das für ein wahrlich intelligenter Mensch? Es ist, wie es ist. Oh mein Gott. Es ist, wie es ist. Das ist jetzt übrigens eine schöne Aktion hier. Da muss ich KI mal loben, dass sie dann eben nicht abbremst. Das hat sie gut gemacht, ja, muss ich sagen. Das ist KI-mäßig super gelöst. Auch hier die ganze Strecke, wenn man sich dann überlegt, dass man noch ein Lenkrad hätte und oder keine Ahnung, eine Tastatursteuerung nicht sofort zurücklenkt und keine Lags hätte, dann ist das schon echt spaßig und dann ist der Realismusgrad eigentlich auch ziemlich hoch. Ja, da sieht man es wieder, da kommen dann immer die Lags rein, aber naja gut. Ich weiß nicht, woher sie kommen, wenn ihr wisst, ob das daran liegt, dass ich so viele Autos drin habe. Also nur rein hypothetisch, nicht mal im KI-Verkehr. Dann sagt es mir, oder wenn ihr eine Idee habt, woran das liegt, dann gebt mir das einfach mal so weiter. Und wenn ihr keine Idee habt, dann mal gut, war das halt blöd. Ja, aber an sich schöner Mod eigentlich und kann man benutzen. Nur nicht als 435, einfach als 428 deklarieren und dann. Ich weiß nicht, was die Unfälle sollen. Es war im letzten Part schon so. Komm doch! Jetzt kommt er aber irgendwie, der hatte gerade keine Lust. Ja, ansonsten. Weiß nicht, genau, ich habe einen Unfall verursacht. Komm auf, Schiebob. Ja, es ist halt alles relativ stressig, aber was soll's, man kann doch nicht alles haben. So ist das halt, ne? Und muss man sich mit abfinden. Und ich gebe mir Mühe, euch immer noch Videos zu bringen. Das kann man jetzt. Ich spoilere jetzt mal ein bisschen. Auch nicht zu sehr. Außer, dass ihr im nächsten Video einen neuen Bus im Omsi sehen werdet. Beziehungsweise, was kommt denn zuerst? Ich halte es Omsi hochgeladen, dann kommt zu die Kartoffel. Genau, ja, genau. Das heißt, das Video kommt vorm Omsi.
Es wird ein neuer Bus kommen, Freeware, den ihr auch tatsächlich downloaden könnt, kostenlos. Ich finde ihn klasse. Er hat auf jeden Fall einen Umsi gefehlt. Auf jeden Fall. Und, ja. Da, soweit kann ich, denke ich mal, spoilern. Ohne direkt mit dem getunten Auto unterwegs sein zu müssen. Ach ja, das ist wieder witzig, ne? Das ist wirklich. Das war jetzt auch wirklich die geniale Aktion, oder? Ich hab. Das fährt mir hinten einfach so. Das macht die City Car Driving KI gerne. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt fällt es mir auf mit dem Lenkrad, glaube ich. Im Video. Selber, wo ich das. Habe ich mir gedacht, so. Okay. Egal. Es gibt nämlich viele ranzige Mods für City Car Driving. Und die guten, die kommen nicht so oft raus. Das muss man echt sagen. Es ist wirklich. Also, das Lenkrad ist. Raus. Da hat es mir das Heck weggedreht. Ich dachte mir auch, das gibt's nicht. Da kommt im 435 dann doch das Heck. Gut, okay, es war auch schon sehr provoziert, hätte man eigentlich dran denken können, aber zackig gelenkt, ja, und dann fällt rum. Was will man erwarten, ne? Ja, aber es kommt sehr überraschend, dadurch, dass man halt mit Tastatur fährt, du kannst es kaum kontrollieren, weil du einfach dann kein Gefühl hast dafür. Ja, das ist nicht. Brauchst du dann wirklich ein Lenkrad für? City Car Driving ist ein Lenkradspiel. Auf jeden Fall. Aber ich habe kein Lenkrad und ich habe auch kein Geld. Ihr kennt das vielleicht als Schüler, da weiß man nicht so genau, was Geld ist oder was es sein soll, ob man das essen kann. Also man kann es indirekt essen, aber. Ja, gut, egal. Es führt jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich zum Ziel. Schön den Feuerwehrwagen einfach mal schneiden. Super Ding, ich weiß. Das ist. Ein genialer Fahrstil, den ich hier an den Tag lege. Ich bin mir dessen bewusst. Ja, was könnte ich ja noch ansprechen? Dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum. Ja, 7er BMW, schönes Teil. Hab ich, glaube ich, habe ich schon vorgestellt oder noch nicht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht haut es mir mal in die Kommentare, ob ich den 7er schon vorgestellt habe, der gerade vor uns fährt. Das wäre für mich relativ interessant. Ach komm, jetzt schieb ab, Junge. Ja, ich bin sehr zahm im Anfahren. So, da steht ja nochmal der UAZ und wie kommt der nicht so wirklich aus dem Sack hier, ne? Der 7er. Aber wir haben ja einen 435i mit angeblich 300 PS, damit können wir den ja locker stehen lassen. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder fast am Ende. Ja, die Weihnachtszeit beginnt, es ist arschkalt. Naja, gut. So ist es halt gewesen. Schöne Federung, echt schön animiert. Eine der besseren Federungen, die ich animiert gesehen habe, bisher in City Car Driving. Allerdings vielleicht schon wieder Tacken 2 von 435i. Aber naja, gut, ich habe viel auszusetzen und trotzdem fahre ich ihn. Also mag ich ihn doch irgendwie, weil ich auch den 4er BMW ziemlich mag. Ich finde den ziemlich geil. Ja, jetzt versuche ich hier noch meine Einparkskills unter Beweis zu stellen. Wo du natürlich eigentlich erstmal fett den Motor abwürge. Oh, stimmt, abgewürgt. Genie. Ja, hui, das war aber jetzt knapp. Das merke ich auch früh, ne? Oh, es hat noch gepasst. Ja, hier. Ein paar Skills vom Feinsten, würde ich mal sagen. Und ja, Kupplung kommen lassen im Rückwärtsgang, ich weiß ja nicht. Die Kupplung im Rückwärtsgang kommt immer relativ spät. Bei allen Autos, ich weiß auch nicht warum. Wie stehen wir denn?
bevor ich mich jetzt verabschiede. Hui, sehr, na. Ja, das war jetzt kein Video, wo ich explizit was angesprochen habe. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem zumindest ansatzweise unterhalten. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao und bis bald.